Heili Hallöchen, mein Name ist Toxic und dies ist das Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Im letzten Part sind wir in Stachelberg gekommen, sind öfters verreckt, hoffentlich diesmal nicht, und wir sind dem Ganoven namens Traumato auf der Spur und ich glaube, ich lasse jetzt Melat schon mal vor, da ich eine halbe Initiative habe und sie das kleine Ding, sicherlich auch alleine kriegt. Und Level 9 für mich, was wahrscheinlich auch heißen wird, dass die gute Melachu ebenfalls Level 9 kommt. Perfekt. So. Dann gehen wir weiter und hoffen, dass wir schnell vorankommen und den guten Traumato finden, bevor dem kleinen Azure noch irgendwas Schlimmes passiert. So. Hier ist ein starrer Lili, das ist aber kein Problem. Denn dahinter ist auch direkt die Treppe, die nehmen wir auch. Und sind dann eh... Oh, ho. Okay, nee, wir machen da hin. Und dann würde ich eigentlich so echt den Konter... Ne, wir machen den Biss. Der natürlich wieder verfehlt. Das kann doch nicht wahr sein. Schnabel. What? Okay, ganz ruhig. Items. Sinelbeere. Muss ich essen. Bin ich keine Lust zu verrecken. Absolut nicht. Okay, meine Verteidigung ist gesunken. Das sollte mich aber erstmal nicht daran hindern, den Konter einzusetzen. Damit das Ding auch was Schaden kriegt. Oh mein Gott, die Silberblicke sind viel zu krass. Warum verfehlt denn Biss die ganze Zeit? Das kann doch nicht wahr sein. Okay. Ruckzuckhieb. Wenigstens verfehlt das nicht. Ups. So. Kommt der Ruckzuckhieb so weit? Nee, ne? Ne, kommt er nicht. Aber jetzt. So, und damit ist das Nidorina weg. Puh, damit haben wir das geschafft. Belebersamen. Das ist ein... meiner Meinung nach das geilste Item im ganzen Game. Denn wenn man stirbt, wird man wiederbelebt. Ja, und das ist eigentlich... sogar das, was... einen in diesem Spiel öfters retten kann. Und auch öfters retten wird. Vor allen Dingen bei mir. Oh nein. Nein, Melachu ist vergiftet. Ruckzuckhieb. So, jetzt müssten wir schnell die nächste Ebene finden, weil das Gift hält. Und wir haben sie auch gefunden. Stachelberg E9, was ist das? Ein Schlafsamen. Okay. Mit dem Weberak will ich eigentlich jetzt nichts zu tun haben. Jetzt kommen wir natürlich näher. Und... na super, okay. Jetzt müssen wir uns eben sowieso stellen. Von daher machen wir mal den Ruckzuckhieb, der gleich schon keine AP mehr hat. Müssen wir gucken, ob wir den mal wieder auffallen. Bis... er trifft. Unglaublich. So. Muss natürlich auf Melachu warten, bis sie wieder nochmal Initiative hat. Okay, hier ist nichts. Ein Flea Orb. Könnte in Notsituationen auch noch ganz hilfreich sein. Und hier ist noch eine Fragibeere. Wenn ich jetzt mal meinen letzten Ruckzuck ich einsetze, haut das Dodo ab. Okay, gut. Das heißt, ich kann jetzt erstmal Items gucken, ob ich irgendwas habe, was AP auffüllt. Sieht aber nicht so aus. Nee. Okay, dann müssen wir gleich mit dem Biss weiterkommen. Und wir sind schon auf dem Stachelberg-Gipfel. Oh, das ist eine Sackgasse. Verzeihung, Herr Traumato, wo liegt mein verlorenes Item? Wo genau ist mein verlorenes Item denn? Tut mir leid, Kleiner. Dein verlorenes Item? Hier ist es nicht. So viel ist sicher. Was?
Mein großer Bruder. Mein großer Bruder kommt doch nah. Oder? Ist er bald da? Nein, dein großer Bruder wird nicht kommen. Ich verrate dir ein kleines Geheimnis. Das war alles nur ein Trick, um euch zu täuschen. Was? Aber vergessen wir das. Ich muss dich um einen kleinen Gefallen bitten. Siehst du dieses Loch hinter dir? Nun, angeblich soll darin der erbeutete Schatz eines Diebes liegen. Aber wie du siehst, bin ich zu groß, um mich durch das Loch zu quetschen. Und da kommst du ins Spiel. Keine Angst, tu einfach, was ich dir sage. Wenn du das tust, helfe ich dir wieder raus. Aber... Los, mach schon. Kriech in das Loch und vergiss nicht, den Schatz mitzubringen. Mein großer Bruder... Das ist zu schnell. Hey, hör auf damit. Rede nicht so schnell. Verflixt, ich sage doch, dass ich dich heimbringe, wenn du fertig bist. Wenn du weiteren Ärger machst, bringst du dich in große Schwierigkeiten. Hilfe! Hör sofort auf! Das lassen wir nicht zu! Tomato, du Bösewicht! Wie habt ihr uns gefunden? Wir sind Team Le Best! Okay, das kommt irgendwie nicht so cool, wie ich dachte. Ein Erkundungsteam! Kein Ganove ist vor uns sicher. Ein Erkundungsteam? Ihr wollt mich festnehmen? Was ist? Zitterst du etwa? Ich durchschaue euch. Ihr sagt, ihr seid ein Erkundungsteam, aber ihr seid ja noch totale Grünschnäbel. Es ist wahr. Ich bin ein per Kopf Geld gesuchtes Pokémon. Aber was ist mit euch? Könnt ihr mich stellen und zur Rechenschaft ziehen? Ja, wir können. Wir können. So ein Bösewicht wie dich lassen wir nicht entkommen. Mich haben schon viele Erkundungsteams gejagt, aber noch keines war so erbärmlich wie ihr. Das war sicher lustig. Mal sehen, ob ihr mich besiegen könnt. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Oh mein Gott, Bossfight! Okay, was ich jetzt versuchen werde, ist, erstmal zu Melachu gehen, jetzt Traumato anvisieren und den Schlafsamen versuchen zu werfen, damit Traumato zu treffen. Oh, das Ding hat Insomnia. Es hätte mir auch irgendjemand sagen können. Was ist denn mit dem Flair-Samen? Bewirkt Halluzinationen. Boah, das hört sich doch gut an. Yeah! Drugs everywhere! Moment, erstmal anvisieren und jetzt... Biss. Bitte triff! Es ist so hart, wie dieser... Biss einfach nie trifft! Mensch! So. Und jetzt habe ich gerade aus Versehen nochmal A gedrückt, weil ich so abgefuckt war. 19, wunderbar. Nochmal. So, den holen wir uns. Der kriegt jetzt so aufs Gesicht. Dieser Biss haut einfach so oft daneben. Ist unglaublich. Mensch, nochmal. Was? WTF? Das ist doch nicht mehr normal, oder? Okay, Biss. Sehr nice. Wir sind gekommen, um dich zu retten. Bist du in Ordnung? Du bist nicht verletzt, oder? Es geht mir gut. Gut, da sind wir erleichtert. Dein großer Bruder wartet auf dich. Gehen wir nach Hause. Okay. Ich bin Magnetzone, der Oberwachmeister der Gegend. Vielen Dank. Dank euch konnten wir einen gesuchten Verbrecher fassen. Wir sind euch für eure Mitarbeit zu großem Dank verpflichtet. Yay, Party. Wir lassen die Belohnung zu eurer Gilde kommen. Nochmals danke. Jetzt kommt mit.
Viel Spaß im Knast! Azuril! Meryl! Meryl! Ich hatte solche Angst! Alles okay, Azuril. Bist du verletzt? Es geht ihm gut. Der kleine Kerl ist unversehrt. Wirklich? Ich bin so erleichtert. Oh, Azuril. Azuril. Ich freue mich so für euch. Ihr habt das nur für uns getan. Milachu und Toxic. Wir werden das niemals vergessen. Vielen, vielen Dank. Komm schon, Azuril. Jetzt du. Ja. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Wirklich. Vielen, vielen Dank. Yay! Der Erkundungsteamverband hat eine Nachricht geschickt. Das Team von Toxic erhält zur Belohnung einen größeren Schatzbeutel. Yay! Du kannst jetzt mehr Items als bisher tragen. Augenblick. Da ist noch eine Nachricht. Die Bonus-Episode Der Wunsch von Bidiza wurde freigeschaltet. Die werden wir wahrscheinlich am Ende erst spielen. Um eine Bonus-Episode zu spielen, wählen Sie in der Episodenliste im Hauptmenü aus. Wenn du eine Bonus-Episode spielen möchtest, speichere deinen Spielstand und kehre zum Hauptmenü zurück. Ihr habt das Kopfgeld von Oberwachmeister Magnizone für den gefangenen Ganoven erhalten. Gut gemacht, ihr zwei. Hier ist euer Anteil für den Job. Ihr dürft ihn behalten. Lol, what? 3000, boah, wir sind rich as fuck. Oh, ich dachte, er hat gerade geschrieben, das dürfen wir behalten. Oh. Diese, ja, okay. Yay, wow. Was? Das ist alles? Nach all der harten Arbeit? Aber natürlich, es ist alles Teil des Trainings. Und morgen erwarten wir, dass ihr euch genauso anstrengt. Scheiß Wuchervogel da. Ich wäre schon zufrieden, wenn unser Anteil nur ein bisschen größer wäre. Aber das ist schon okay. Wir haben es geschafft, Azuril zu retten. Und das verdanken wir nur dir, Toxic. Weil du diesen Traum hattest, Toxic. Darum wussten wir im Voraus, dass Azuril in Schwierigkeiten steckt. Das stimmt. Ich kann es nicht erklären, aber... Der erste Schrei von Azuril, den ich gehört habe. Hilfe! Und dieser Traum, den ich hatte. Du bringst dich in große Schwierigkeiten, wenn du nicht tust, was ich sage. Hilfe! Beide Ereignisse. Sie fanden in der Zukunft statt. Wieso konnte ich so etwas sehen? Was war das für ein Traum? Oh, mein Magen hat geknurrt. Dein Magen hat auch geknurrt, Toxic. Wir haben wohl einen ziemlichen Kohldampf. Wir waren so auf der Rettung von Azuril konzentriert, dass wir es gar nicht gemerkt haben. Aber jetzt habe ich umso mehr Hunger. Komm, wir gehen zum Abendessen, Toxic. Yay, Mampfen! Nom 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 nom. Sehr nice. Okay. Boah, diese Blitze sind Wahnsinn. Sieht nach einem heftigen Gewitter aus heute Nacht. Warte mal. Weißt du, was in der Nacht war, bevor wir uns trafen, Toxic? In jener Nacht gab es auch ein Gewitter. Am Morgen nach dieser stürmischen Nacht lagst du bewusstlos am Strand, Toxic. Und? Weißt du wieder, warum du bewusstlos am Strand lagst? Erinnerst du dich an irgendetwas? Ich frage mich, es gab ein Gewitter, aber wieso lag ich danach bewusstlos am Strand? Nein, ich erinnere mich an nichts. So einfach geht es wohl nicht. Aber das ist in Ordnung. Versuche mir einfach, dich Stück für Stück zu erinnern. Ich versuche dich einfach Stück für Stück. Keine Ahnung. Wir müssen morgen wieder früh aufstehen. Legen wir uns schlafen. Hör mal, Toxic.
Bist du noch wach, Toxic? Seit diese Sache passiert ist, denke ich immer wieder drüber nach. Dieser seltsame Traum von dir, Toxic. Vielleicht hat er etwas mit dir persönlich zu tun, Toxic. Ich habe nur so ein Gefühl. Jedenfalls kenne ich kein anderes Riolu, das von der Zukunft träumt. Und von einem Menschen, der plötzlich zu einem Pokémon geworden ist, habe ich auch noch nie gehört. Darum glaube ich, dass diese beiden Ereignisse zusammenhängen. Das sagt mir einfach mein Gefühl. Der Schlüssel zu meiner Erinnerung. Liegt er etwa in meinem Traum? Aber selbst wenn das stimmt, wie passt das alles zusammen? Ich weiß zwar nicht, was für ein Mensch du warst, Toxic, aber ich glaube, du musst ein guter Mensch gewesen sein. Ich meine, es war dank deinem Traum, Toxic, dass wir dieses bösartige Pokémon fangen konnten. Bösartiges Pokémon, hm. Oh, das erinnert mich daran, was Plaudergeil gesagt hat. Dass die wachsende Anzahl bösartiger Pokémon daher kommt, dass die Zeit durcheinander geraten ist. Weißt du? Die Zeit gerät durcheinander, Stück für Stück. Und zwar auf der ganzen Welt. Niemand scheint den Grund dafür zu kennen. Aber alle glauben, dass irgendwas mit den Zahnrädern der Zeit zu tun hat. Zahnräder der Zeit? Es heißt, dass an geheimen Orten auf der ganzen Welt Zahnräder der Zeit versteckt sind. Zum Beispiel in einem Wald. Oben beim See. In einer unterirdischen Höhle. Ich habe sogar von einem geheimen Altar in einem Vulkan gehört. Im Zentrum solcher Orte. Dort ist ein sogenanntes Zahnrad der Zeit versteckt. Zahnräder der Zeit erfüllen eine sehr wichtige Funktion. Jedes Zahnrad schützt die Zeit in der jeweiligen Region und sorgt dafür, dass sie richtig fließt. Okay, was zum... Aber was, wenn eine Region ihr Zahnrad der Zeit verliert? Ich weiß keine sichere Antwort auf diese Frage. Was ist das? Aber ich vermute, wenn ein Zahnrad der Zeit aus einer Region entfernt wird, dann wird der Fluss der Zeit in dieser Region wahrscheinlich aufhören. Was zum Teufel macht er da? Darum achtet jeder darauf, die Zahnräder der Zeit nicht zu stören. Alle sind sich seit langem sicher, dass es zu einer Katastrophe führen würde. Also halten sich alle davon fern und lassen ihre Finger von ihnen. Selbst korruptlose Verbrecher machen sich selbst nicht an ihnen zu schaffen. Scheint nicht ganz so zu sein. Sehe ich richtig? Kann es sein? Ja, es ist wahr. Ein Reptane? Endlich habe ich es gefunden. Ein Zahnrad der Zeit. Aber es ist nur das erste von vielen. Oh mein Gott. Der nächste Morgen. Aufgestanden und ab dafür. Es ist morgen. Guten Morgen, Toxic. Möchtest du dein Abenteuer speichern? Yeah. Spielstand erfolgreich gespeichert. So, dann gehen wir mal hier raus. Und drittens, mit einem Lachen werden wir es machen. Hahaha. Okay, Pokémon, Zeit an die Arbeit zu gehen. Yay. Ah, ihr zwei, lasst mich euch eure Aufgabe für heute mitteilen. Seht nach Jobs auf dem Job-Info und dem Ganoven-Info-Brett. Erledigt die aufgelisteten Jobs, das wird für heute reichen. Verstanden? Nicht dem Plagen entsagen, okay? Nun, wenn ihr verstanden habt, dann auf ans Werk. Okay, dann würde ich sagen, im nächsten Part schauen wir mal, was uns so am Ganovenbrett alles entgegenkommt. Und bis dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Toxic.